Cheers. Prost, danke. Jetzt habe ich mich den Faden verloren, was wir eben reden wollten. Behalte die Gedanken. Ich weiß es auch nicht mehr. Fritz Kohler, Werbekampagne, Nonnen, war das Thema danach? Ach, das war gestern Abend. Mhm. Das schmeckt richtig lecker, dieser O-Saft. Gut, ne? Henk Moody Geheimwaffe. Wer ist Henk Moody? Der geilste Mann des Internets. Ich glaube auch. Hallo und herzlich willkommen endlich mal wieder aus Köln. Das ist tatsächlich eine Weltpremiere, aus mehreren Gründen. Das ist das erste Mal, dass ein Kölner Fotograf sich seiner Lebenszeit erbarmt für mich, dass wir in Köln drehen. Und ich glaube, es hat noch nie so schnell zwischen die ersten Bilder sehen, kennenlernen und Interview drehen funktioniert wie mit dir, Markus Nitschke. Dankeschön. Und es ist auch schön, dass ich endlich deinen Namen aussprechen kann, weil du normal Nitschke sagst. Markus Nitschke. Ja. Ich weiß gar nicht so ganz genau, wie ich auf dich gekommen bin. Wahrscheinlich über Facebook, ne? Kann sein, ich habe keine Facebook Ahnung. Oder Tumblr? Wahrscheinlich eher ich Facebook. Das war ein Mädel. Sowas. Ich hatte ein Modell geshootet, was mir erzählt hat, kennst du Markus? Und dann habe ich mir die Sachen angeguckt und war mega geflasht. Wie war das denn da wirklich? Danke, steht ich weiß es nicht. Franzi war es nicht, ne? Nee. Franzi, doch, das könnte gewesen sein. Franzi, war es erst bei dir? Ja, genau, dann war es die Franzi. Ja? Ja, genau. Und weil ich so begeistert war, mal endlich andere Kölner Fotografen kennenzulernen, weil ich halt außer Fabian Stürz, Amanda Behrens keinen mehr kenne und mir dann die Sachen angeguckt habe, ja, Franzi war es, ja. Das war es, ja, verrückt. Wo ihr schön in der Gondel was gemacht habt. Genau, schön in der Gondel, ja. Und dann habe ich das gefunden und dann haben wir auch mal gequatscht und dann ging das alles relativ schnell, das stimmt. Und ich weiß gar nicht, du bist ja nur auf Tumblr und Facebook, ne? Und Instagram, sagen wir mal. Und Instagram. Ne? Aber du machst das, die Fotografie, es sind sehr viele nackte Frauen und viele Porträts. Ja. Damit verdienst du wahrscheinlich nicht dein Geld, das ist Hobby für dich, das oder? Ist mein Hobby, genau. Womit verdienst du dein Geld? Mit Fernsehen. Ich bin Kameramann beim Fernsehen. Und Festangestellt? Nein, Freiberufler. Deswegen kann ich das nicht nebenbei machen. ZDF? Für alle. Ich sag mal, ich bin Medien... Hure Nutte dürfen wir alles sagen, das ist im Internet okay. Such mir meine Kunden aber gut aus. Edelnutte. Edelfernsehen. Edelprostituierte. Ja, das gibt schon was. Da bist du Kameramann, gelernter Kameramann. Ja, genau. Gelernt so. Reingerutscht irgendwie so über Praktika und dann irgendwann dann gesagt, hier hast du das Ding, dreh mal. Und dann stehst du da und denkst so, okay, ich kann Kamera machen und ich habe keine Ahnung, wie es geht und ich darf nicht verkacken. Und dann, ja, und man macht es halt dann einfach. Und was könnte man jetzt von dir kennen? Das perfekte Dinner. Das ist so das, mein Bread-and-Butter-Job, sage ich immer. Und das ist, das mache ich halt ständig. Okay. Und sehr gerne. Wurde ich oft genötigt, das zu gucken. Ja? Ich feiere die Stimme aus dem Off. Der Daniel. Die drehst du alle? Alle, genau. Jedes Dinner. Ich weiß gar nicht, nein. Wie viele kommen. Jeden Tag? Läuft jede Woche, ne? Die wechseln so komisch durch, ne? Es wird immer eine Woche gedreht und eine Woche gezeigt. Also von Montags bis Freitags läuft es ja und wir drehen auch von Montags bis Freitags, genauso wie es gezeigt wird eigentlich. Morgen geht es wieder los nach Berlin. Mhm. Und dann gibt es wieder eine Woche drehen und wie schnell wird die dann ausgesendet? 4 bis 6 Wochen eigentlich, ungefähr. Manchmal dauert es auch 2 Jahre, bis es kommt, also... Dabei stecke ich mir, weiß ich nicht, da stecke ich nicht drin. Ich muss mal drehe das einfach nur und dann fertig. Der O-Saft ist so intensiv, da muss ich mal mit dem Wasser. Ja, da muss ich mal mit dem Wasser nachspülen. Ja. Wir haben nämlich immer ein Halbzeug, geht doch voll klar, ne? Und wie kommt man dann auf die Idee? Also Kameramann und Fotografie ist ja jetzt nicht so weit voneinander weg, ne? Nö, es geht ums Licht. Ja, ums Licht und um die Menschen. Ja. Vielleicht. Ja. Okay. Und wie hat das, also seit wann fotografierst du dann überhaupt? Schon immer? Ja, im Grunde schon echt. Mein Onkel war Fotograf, hat einen Fotografenladen gehabt in Leverkusen. Was es noch gibt, weiß ich gar nicht. Und hat Kameras verkauft und Porträtbilder gemacht. Und der so hat ein Klassiker? Ja, so ein Klassiker. Ne? Und der hat mir irgendwann, ich glaube, 14 oder sowas, so eine alte Praktika geschenkt, mit der ich ein bisschen rumfotografiert habe. War alles immer unscharf, was da rauskam und irgendwie auch nur Müll. Und dann habe ich das Ding irgendwann in den Schrank gestellt. Und dann bin ich so vor 3 oder 4 Jahren auf dieses Lomo-Ding aufmerksam geworden. Ich habe Spiegel Online gelesen und war so fasziniert von diesen analogen Bildern, was man damit machen kann, mit diesen Doppelbelichtungen, wie man das als, ne, wenn das anders entwickelt, die Filme und sowas. Und habe dann angefangen, Lomografie zu machen. Habe unfassbar viel Geld ausgegeben für diese unfassbar teuren Kameras, die wurde nichts können. Ja. Und habe dann irgendwann gemerkt, so, die kann ich mir auch billiger kaufen, indem ich einfach die Originale kaufe. Und dann habe ich irgendwann gedacht, so, jetzt habe ich mal Bock, Menschen zu fotografieren.
Und dann fing es irgendwie an, dass ich dann so vor 2 Jahren und dass mein erstes Model hatte, was ich geshootet habe. Und dann ging es halt so weiter und es hat mir Spaß gemacht. Also ich mag diese Interaktion, diese Leute kennenlernen, das finde ich irgendwie ziemlich cool. Das macht mir meistens Spaß. Positive Nebeneffekt des Fotografierens. Ja, genau. Das heißt, genau. du bist ja dann so ein analoges Kind auch, ne? Ja, total, klar. Und du hast es dann von deinem Onkel auch so angefangen zu lernen, so mit Blende und alles? Nee, oder hat war mir das gar nichts beigebracht. Hier, und nimm einfach viel Spaß und dann war das so... kam auch nur Scheiße raus. Reingeworfen, geguckt. Dann bin ich durch den Wald gelaufen und dachte, ich mache gerade die vollen Künstlerfotos, hab dann irgendwie rumfotografiert, Regenschirme, im Regen, in der Talsperre und so ein Scheiß. Dann habe ich mir die Bilder angeguckt, die waren alle unscharf. Ich bin ja ein bisschen blind, ne? Ich habe Kontaktlinsen und habe damals noch keine gehabt und dann habe ich nie die Schärfe getroffen mit den Dingern, halt irgendwie alles unscharf. Und dann habe ich es halt komplett wieder an ACTA gelegt und es war halt gar nichts für mich gewesen. Ich wollte immer Kameramann werden, das war schon so ein Wunsch von mir, so ein erst Müllmann, dann Kameramann, dann Millionär. Und Müllmann und Millionär sind nah beieinander. Ja. Ja, und dann bin ich halt so irgendwie vor 3 Jahren wieder das Ding eingepackt oder ausgepackt, die Kamera. Mittlerweile gibt es die Praktika nicht mehr, aber dann wieder angefangen rumzuexperimentieren mit den ganzen Dingen. Und dann habe ich mir eine 5D gekauft, eigentlich, weil ich filmen wollte wegen meinem Job. Hab damit aber nie gefilmt. Und dachte mir, wenn du sie eh schon da hast, dann kannst du auch fotografieren. Und dann habe ich halt angefangen, Fotos zu machen und dann digital halt. Jetzt mache ich wieder nebenbei wieder analog und gehe langsam wieder ein bisschen rück in die Analogrichtung, weil ich es eigentlich mag. Und ich mag diesen Look und ich mag das, dass du nicht weißt, was auf dem Foto drauf ist. Wie sieht so ein Nitschke-Shooting denn aus, wenn wir das so nennen wollen? Wie ist da so ein klassischer Ablauf? Ist das so, ich buche einen Herrn Make-up, ich buche ein Model über eine Agentur? Oder, Wie? Wieder schreibe ich die Mädels bei Facebook an, bei Instagram oder die schreiben mich an und dann irgendwie, wenn ich sehe, das macht Spaß, da könnte was entstehen aus der Kombo, dann verabreden wir uns, dann sitzen wir erstmal in der Küche hier, wo wir jetzt auch gerade sitzen hier, ne, und trinken erstmal mindestens irgendwie 3 Stunden Kaffee und labern über Gott und die Welt. Kaffee oder Orangensaft? Orangensaft auch. Kommt immer drauf an, ob sie mehr auf Frucht stehen oder mehr auf Tee stehen oder was. Manchmal auch ein Bierchen, kein Bier vor 4. Ja, dann labern wir eigentlich, nur rum die ganze Zeit. Und irgendwann so, ja, wollten wir nicht Fotos machen? Ja, stimmt. Und dann machen wir eine Stunde Fotos, haben wir irgendwie 3 Stunden vorher nur Scheiße gelabert. Also machst du kennengelernt. Ja, wichtig. Ich glaube, das ist so ein Aspekt der Fotografie, den viele in ihrem Produktionswahn vernachlässigen. So, wo man so versucht, okay, ich will jetzt in 2 Stunden, die ich habe, möglichst effektiv halt abschuten. Mhm. Abschuten ist auch, habe ich gerade eingeführt, ne? Abschuten. Und die vergessen, dass das vielleicht so diese 3 Stunden vorher investieren in erstmal diesen Menschen kennenlernen. Ja. Wie es ja der Vorteil ist von jemandem, der frei fotografiert und sich im Internet präsentiert, dass sie das vernachlässigen und dadurch auch ganz viel Potenzial der Bilder halt flöten geht, weil es einfach dieses komm rein, wir machen Fotos, wie auch immer. Ja, das könnte ich gar nicht. Also ich könnte nicht sagen, so komm rein, wir machen Fotos, zieh dich mal aus. Oder das geht sowieso nicht. Ich kann nicht sagen, zieh dich mal aus, weil die meisten kommen ja nicht hin, weil die irgendwie, ich habe ein paar Aktsachen, ich möchte gar nicht so viel machen, ich mache zwar Spaß, aber passiert halt einfach so und ist halt nie irgendwie so abgesprochen. Wie kann man Akt nicht machen wollen? Ja, manchmal ist es auch so, eine schöne Frau nackt zu fotografieren ist jetzt mal, da kannst du nicht viel falsch machen. Das ist ja teilweise, und dann könnte es ja ein bisschen langweilig werden. Ja. Also, ne, und wenn das, ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Natürlich macht Spaß, nackte Frauen. Wer sieht nicht gerne nackte Frauen? Ne? Eben, das ist vollkommen okay. Ja. Kann man nie genug von kriegen. Das ist zum Beispiel eine der Sachen, die ich bei dir ganz stark habe, weil, also erstens scheint dein Netzwerk ganz gut zu sein, weil ich kenne fast kein Model irgendwie, was Markus Nitschke nicht kennt oder mit dir schon gearbeitet hat. Das sieht man auch. Ich würde auch gerne mit Holger Nitschke verwechselt. Wir haben schon mal geschrieben und Aber ich finde, die Bildsprache ist schon anders. Also die, ja gut, das stimmt. So, also man, ist auch egal, auf jeden Fall. Wenn ich durch deinen Tumblr gescrollt habe, erstens die Vielfalt von Frauen fand ich interessant, weil da wirklich die komplette Bandbreite ist. Und es, oft hast du ja so das Gefühl, es gibt so einen Typ, der abgelichtet wird. Und du hast Mädels drin, die, wo ich vorher über das Profil gestolpert bin, hab's mir angeguckt und dachte, weiß nicht so genau. Hab da nichts drin gesehen besonders und dann sehe ich bei dir Fotos von dem Modell und denkst, Alter, das ist ein anderer Mensch, wie geil sind diese Fotos? Hm. Und frage mich ja dann auch, wie schafft es dieser Mann, da vielleicht was rauszuholen, was du nicht, also was ich selber praktisch nicht gesehen habe in den normalen Fotos. Hm. Und dann ist es halt lustig, wenn du sowas sagst, okay, bei uns besteht halt die Hälfte des Shootings aus Reden und wir quatschen über Bücher, Filme, keine Ahnung, hören Musik, bis es irgendwann dann so in den Prozess geht, okay, wollen wir nicht mal Fotos machen. Also ich finde, du kannst sonst halt nicht auf dieser Basis fotografieren, also ich will halt diesen Kontakt, ich muss die Leute, ob es jetzt Männer oder Frauen sind, ist ja egal,
ich möchte sie einfach auf eine persönliche Art und Weise kennenlernen, weil erst dann kann ich sie für mich fotografieren. Ich könnte niemals sagen so, okay, da bist du, komm rein, lass es loslegen. Das geht nicht. Ich mach mal ein Foto durch Labern, weißt du, und dann, das geht's nicht. Und kann ich gar nicht. Wenn wir die reinkommen würden, so, jetzt geht los, zack. Wie viel Gedanken machst du dir im Vorhinein darüber, was du machen willst? Ich gucke mir ein paar Moodbilder an, was kann man machen, aber das entscheide ich meistens spontan. Ich habe jetzt nicht irgendwie eine großartige Idee, ohne Scheiß. Das kommt mir alles beim Shooten. Dann fällt mir irgendwie, lass uns das machen, oder mach mal das. Manchmal kaufe ich im Vorfeld irgendwelche Accessoires, wo ich gerade Bock habe drauf, ey. Ist das ein scheiß Satzbau, ey? Für mich klang das total plausibel. Danke. Und dann sage ich hier... Immerhin merkst du es selber, so. Das ist immer der Anfang, ne? Ja. Wenn man es selber merkt und den Satz noch korrigieren kann. Im Großteil einfach schade Schnauze halten. Ja, genau, einfach. Ich bin ja eh so ein, sag mal, so ein Redelegastheniker. Ich habe also voll den Sprachfehler eigentlich. Ja, das ist aber okay. Ja, auf jeden Fall. Damit leben wir so, ja. Du kaufst Accessoires dann so? Ja. Wie eine Hornbrille oder einen. Eine Kokosnuss oder eine Pappelmuse oder eine Papaya. Ja. Papaya. Was passiert da mit der Papaya? Ja, dann schneide ich die auf und dann. Zuerst wollte ich eigentlich, das war in dem Fall Franzi gewesen. Und ich hatte zuerst die Idee gehabt, dass sie halt aus. Sie isst, sie leckt, was weiß ich. Also diese Terry Richardson Snapshot, in die Fresse geblitzt, stehe ich ja voll drauf. Die meisten finden es ja scheiße, aber ich mag es irgendwie. Ich mag beides, dieses Available Light und dieses in die Fresse geblitzt. Und habe diese Papaya aufgeschnitten und meinte so zu Franzi so, das sieht ja aus wie eine Pussy. Kannst du es bitte mal vor deine Pussy halten? Und ja, voll geil. Dann habe ich dieses Bild gemacht, weil ich irgendwie, fand ich mir cool. Und so. Das hat dann, man Pussy, aufschneiden. Eine Pussy mit Kern, Alter, geil. Kern. Ich mag, wie sagt KLZ, ich mag meine Pussys, ich mag meine Frauen wie Snickers mit Nüssen drin. Kennst du? Nee, aber KLZ sind gut. Ne? Ja, ich kenne dieses Willkommen im Atomschutzbunker. Das ist so dieser Mainstream, aber das Zeug davor. Jungs, geiler Song, ey. Ja, hier, ne, Henning Mai. An Mai Kantereit für die Hook oder wie es heißt. Ja, deswegen ist der Sound so krass. Also, ja. Von der Stimme her. Aber egal. Anderes Thema, ne? Wir waren ja bei Muschis. Okay, das heißt, das ist so eher so ein ungeplantes Entwickeln. Total. Und auf die Tour hinarbeiten. Ich mache Porträts. Also ich setze nicht so irgendwie, habe jetzt nicht diese Stories, wo ich mal irgendwie überlege, ob ich jetzt eine Serie mache oder eine Geschichte erzähle oder sowas, sondern ich will den Menschen fotografieren. Und ich schaue mir halt immer, was du eben sagtest, so mit Michelle, ich schaue mir halt immer, ohne Scheiß, ganz einfach, ich schaue mir mal Selfies an. Und die Mädels wissen selber, was sie machen müssen, damit sie gut ausschauen. Ich schaue mir immer die Selfies an. Wenn ich eine Selfies sehe, alles klar, die kann auch dieses... Die hat was und ich sehe das, für mich sind immer Augen wichtig. Also, die kann nackt sein und einen leeren Ausdruck haben, das ist viel scheiße einfach. Finde ich, kann der Pussy breit, Beine breit, ist mir egal. Wenn die Augen nicht da sind, wenn das ist Innere, das Sexappeal, was halt von innen kommt. Und das kannst du nicht fotografieren, wenn du einfach sagst, so jetzt, da lass uns loslegen, zack. Ja. Ich habe 5000 Blitze aufgebaut und alles eingemessen und dann komme ich mit meiner riesengroßen Kamera und mache dann irgendwie Scheiß, das funktioniert nicht. Vor allem, weil es bei dir ja wahrscheinlich genauso ist wie bei vielen anderen auch, das ist immer noch eine große Menge von so, wie soll man sagen, Hobbymodels, semi-professionelle, ja. Die kommen halt anders in ein Shooting rein als jemand, der weiß, so ich habe meine 15 Posen und ich poste durch und ich muss so gucken und es sieht immer sexy aus. Ja. Ich glaube auch, selbst wenn ich mir jetzt ein Pay-Model nehmen würde, was ich echt mal vorhabe, würde ich mit der wahrscheinlich auch, mal gucken, ob es bezahlen muss, 2 Stunden Kaffee trinken, weiß ich gar nicht. Ist das im Preis mit drin oder so? Die sagt sich, ey, können wir mal los? Ja, genau, die Zeit läuft. Ich glaube, mit der würde ich aber auch Kaffee trinken, weil ich mag halt diese persönliche Basis und du kannst meiner Meinung nach einfach bessere Bilder machen, wenn du diese persönliche Basis hast. Verhindert diese persönliche Basis, dass auch mal ein Shooting voll in die Hose geht? Oder dass du merkst, so beim Shooten, oh Gott, das geht voll gerade in ganz falsche Richtung. Passiert auch, ja. Nitschke, lass mal aufhören. Ja. Was machst du dann? Wie reagierst du damit? Meistens ist es super wenig passiert, also super selten passiert. Einmal habe ich abgebrochen. Ja, okay, krass. Ja, das ist mir noch nie passiert. Da habe ich wirklich gesagt, so weißt du was, wir haben alles, es reicht. Ob ich jetzt eine Stunde weitermache und es bleibt alles gleich, weil das war halt wirklich von dem Modell jetzt so einfach. Oder wir machen jetzt hier einen Cut und es reicht, die 5 Bilder, die ich jetzt habe. Also das war der Worst Case, war das gewesen. War die dann auch cool mit? Oder das Modell? Die war vollkommen okay, mir jetzt gar nicht gemerkt. Ja. Also für die war das okay, wir haben alles, danke, es reicht. Und die Bilder, sind die online mit dir gegangen? Nö. Jetzt weißt du Bescheid, liebes Modell. Wenn deine Bilder niemals beim Nitschke-Tumblr online gegangen sind, dann warst du es. Ja, das ist gemein. Ich meine, das ist mir auch schon passiert, aber ich dachte, ich versuche immer den Fehler zu finden und ich dachte, das wäre so vielleicht...
einer der Key-Dinger, um sowas zu umgehen. Bei mir ist nämlich das Problem, wenn ich zu viel mich zu gut mit den Modellen verstehe und wir zu viel reden, dann fehlt mir dieses Objekt-Ding. So dieses zu sagen, ey, halt mir jetzt mal den Mund, du guckst jetzt mal aus dem Fenster, sondern ich sage, ey, stimmt, das Thema ist voll wichtig und dann reden wir 3 Stunden. Dann lege ich die Kamera weg und wir labern 3 Stunden über das Bildungssystem. Und am Ende wundere ich mich so, ja fuck, hätte ich nochmal kurz aufs Bild konzentriert, wäre sogar vielleicht ein gutes Foto. Ja. Das mache ich vorher, beim Shooten bin ich ja wirklich konzentriert und dann sage ich genau, was du drückst, mal aus dem Fenster, halt mal die Tasse so, mach mal mit den Händen. Die Standardanweisung. Die Standardquatsch, scheiße halt. Ne? Und dann, wenn wir halt, irgendwann habe ich keinen. Brauche ich eine Pause, würde ich halt eine rauchen, mal trinken oder sie eine rauchen, was trinken und dann machen wir kurz einen Break, dann sitzen wir vielleicht wieder eine Stunde hier und labern wieder über Gott und die Welt und dann geht es aber weiter. Aber während des Shootings habe ich festgestellt, dass ich dann gar nicht mehr mit diesen Themen komme, weil ich habe echt gemerkt, auch wenn ich zu viel sage während des Shootings, wenn ich sage, das ist cool, was du machst oder das ist geil, mach weiter, ein bisschen da und zu viel Faxen mache, kommen die Mädels auch dann teilweise aus ihrem Fluss raus. Mhm. Dann ärgere ich mich manchmal so, fuck, jetzt halt die Fresse. Jetzt mach doch keine Fratze, sondern post mal sexy. Jetzt halt die Fresse, laber nicht so viel, also ne, ich. Und lass das Mädel mal machen. Und da habe ich teilweise gemerkt, ich habe halt dann so versucht, die Stimmung aufzulockern oder sowas, und dieses Gefühl habe, ich muss jetzt irgendeinen Quatsch sagen, merke ich so beim Fotografieren so, das war doof von dir, weil das ist raus. Weil gerade was geil, jetzt hat sie dieses Lachen, hat sie halt gelacht, hast du dieses geile Lachbild vielleicht, aber jetzt aus der Stimmung raus. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das Sinn ist. Ja, voll, das ist immer diese Gratwanderung, ne? Ja, die Gratwanderung, wo es halt dann auch in der Fotografie, wo es auf einmal nicht mehr nur ums Fototechnik geht, sondern auch jetzt menschlich, ja, zu merken, okay, was driftet jetzt im Gespräch ab, wo verlieren wir die Kontrolle über, über die, das, und wo ist es gut für uns, um sich näher zu kommen. Wie alt sind deine Modelle im Durchschnitt? Also du machst, das kommt alles über Facebook, du suchst dir Mädels aus, Mädels bewerben sich bei dir. Mittlerweile mehr Instagram, muss ich sagen. Also ich habe meine ganze Facebook-Sache jetzt mehr auf Instagram gelegt und auch ich habe das erste Mädel über Instagram ist auch fotografiert. Ja, ja, aber es läuft über diese Social Networks halt. Ne? Was muss ein Mädel erfüllen, dass wenn es dir schreibt, dass du sagst, ja, mit der shoot ich? Ausstrahlung. Ja, ist egal, ob ein langer Text, Bewerbungstext, gute Setcard angehangen. Ja, hey, lass mal shooten, Alter, was ich noch nie gehabt habe, ehrlich gesagt, wäre jetzt ein bisschen doof, aber die meisten schreiben halt schon, dass sie irgendwie meine Bilder toll finden und Bock haben, mit mir was zu machen, ob ich mir das vorstellen kann. Und dann schaue ich mir halt meistens die Bilder von denen an und wenn es halt so für mich ist, dass es auch mir was bringt, also wir machen da TFP, dann sage ich, klar, können wir dann machen, dann schaue ich mal diese Selfies an, schicke denen meine Moods und dann schreiben wir halt kurz, was wir vorhaben, wie weit sie gehen, was ihr Bereich ist, ob sie Akt machen, Teilakt, verdeckte Akt, was auch immer, oder halt einfach nur Porträts. Und die Spannbreite vom Alter, was du sagtest, das geht von 16, dann sitzt die Mama hier in der Küche und trinkt einen Kaffee und wir fotografieren, geht bis, weiß ich nicht, Mitte 40. Ja, da. Machst du einen Unterschied? Gibt es da was, was dir, findest du es, was dir mehr Spaß macht? Sagst du, ich kann besser mit den 16- bis 18-Jährigen arbeiten? Da sehe ich irgendwie so eine Zukunft drin, so ein Aufbauprojekt oder da sehe ich was anderes wie mit einer 33-Jährigen oder ist das echt so einfach, die können alle für sich ihre eigene Wirkung haben und ich will mit genau dieser Bandbreite arbeiten? Genau. So wie du es gesagt hast. Wie alt bist du eigentlich? Wann wird es ausgestrahlt? Das hängt davon ab. Noch 41. Wie schnell Christoph schneidet. Der Flaschenhalt ist immer so schnell. Du hast in 3 Tagen Geburtstag? Nein, deswegen. Ich habe im März Geburtstag. Also im März werde ich 42. Ja, ich glaube, wir sind vorher drauf. Okay. Hoffe ich. 42. Hast du manchmal, wenn die Kamera in der Hand hast und denkst, Alter, die ist jetzt 16, ich könnte der Papa sein. Ich fotografiere jetzt gerade. Kommt das so irgendwie? Spielt das eine Rolle? Ja, das finde ich voll. Ja. Weil da sitzt ja Mutti in der Küche. Boah, das ist so eine Horrorvorstellung für mich. So, wenn so viele Leute am Set rumdumpeln, weißt du, die auch keinen Job haben. Einfach nur, weil es Aufsichtspersonal ist. Das würde mich schon voll kirre machen. Ja, die sitzen in der Küche rum, dann sehe ich ja nicht. Das ist mir egal. Habe ich einmal gehabt. Also ansonsten dann bringen die Mutti dies halt hier hin und dann sagen sie, soll ich bleiben? Du kannst gerne bleiben, ist mir wurscht. Du kannst aber auch weggehen und dann schicken die meistens, die Mädels schicken dann ihre Mütter selber weg, dass sie, sorry, geh mal einkaufen oder so ein Scheiß. Geh mal einkaufen, ich melde mich, wenn es gefährlich wird. Eine Armlänge. Ja. Ja. Aber das ist mir, es muss halt für mich die Ausstrahlung einfach da sein. Wo ich sage, okay, da habe ich Bock, Fotos drauf zu machen. Ansonsten sage ich einfach mal lapidar, können Sie von mir aus gerne ein Pay-Shooting machen. Mhm. Ja, klasse. Dann mit meinen Bildern, ja, ganz einfach.
Ja, irgendwie muss ja auch ein Fotograf leben, ne? Ja, eben. Das ist ja auch nicht alles los. Fernseher allein macht dich nicht reich. Ja, ja. Vor allem Promi-Döner wahrscheinlich nee, nicht. Ne? Nee, natürlich nicht. Das alleine. Gibt's denn, hast du eine Vision, wo du fotografisch hin willst? Oder ist das halt echt dieses, hey, ich habe eine gute Zeit, ich lerne nette Leute kennen, wir gucken, was passiert und das ist alles cool, wie es ist? Oder ja, gibt's irgendwie Frage. So... Weil sie das auf Dauer auf Tumblr hochstellen, macht ja nicht glücklich. Macht keinen Sinn. Ohne Scheiß, ich würde schon gerne davon leben, weil es mir Spaß macht. Ich weiß nicht, ob es, wenn ich wirklich jetzt als Job machen würde, ob mir dann vielleicht der Spaß abgehen würde, weil ich halt irgendetwas liefern muss für irgendein Magazin, keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber mir macht es halt echt extrem Spaß und ich finde es halt immer geil, wenn man sein Hobby zum Beruf machen kann. Und deswegen wäre halt schon so ein Ding, wo ich halt dann, wenn ich davon leben könnte, klar, wäre super. Aber ich glaube, das haben alle Fotografen, die Fotografinnen, die hoffen einfach, dass sie verleben können. Ich weiß nicht, Weiß ich nicht. Wenn ich mir so andere Fotografen wie Andreas jetzt im Interview bei Steffen angucke, der halt auch sagt, ich habe die ersten Jahre echt einfach nur Nebenjobs gemacht, damit ich nur das fotografieren muss oder darf, wo ich Bock drauf habe, weil ich nicht auf das Geld angewiesen bin. Das ist halt auch so eine Einstellung, wo man sagt, okay, das hast du es eigentlich ganz gut, ne? Du machst deine Kamerajobs, die sind jetzt nicht so weit weg. Aber dafür kannst du halt wirklich nur das fotografieren, wo du Bock drauf hast. Und nicht übermorgen die schwangere Mutti mit ihrem gepiersten Ex-Freund, die Familienfotos haben will. Nee. Wo er ihren Bauch fasst von hinten. Die Klassiker. Ein Schwarz-Weiß mit einer farbigen Bauchnabel-Tätowierung. Und ein weißes, wie heißt das Ding, wenn man das schwarz macht, diesen Kasch drum macht, dieses... Weißt du, wie heißt das hier bei Lightroom? Vignette. Vignette, genau, eine weiße Vignette. Ja, ja, du bist richtig scheiße. Ja, ja, das ersparst du dir. Du, wenn sie mich dafür bezahlen, mit 3000 Euro geben, mache ich das auch. Ja, da kommt wieder die Edelnote zum Vorschein. Ja, richtig, ne? Richtig. Ja, Geld stinkt nicht. Nee. Von irgendwas muss die Wohnung bezahlt werden, weißt du? Und du shootest auch hier viel in der Wohnung, ne? Ich shoote eigentlich fast nur in der Wohnung. Wie kommt das? Macht dir das Spaß? Mir macht Spaß, weil es ist halt, hier kenne ich mich aus, hier weiß ich, wo alles in, wo alles ist. Wo alles liegt. Keine Ahnung, ich bin faul. Im Sommer gehe ich raus, im Winter gehe ich, habe ich keinen Bock, mir zu kalt. Ja. Im Sommer gehe ich auch mal raus. Sommer ist halt immer direkt dieses Unkontrollierbare, ne? Also raus ist immer so. Wenn man weiß, ich habe auch teilweise keine Ahnung, wo ich hin, lass uns mal so reinfahren, aber du findest ja immer was. Ich sage immer, Hintergrund finde ich jetzt gar nicht unbedingt so wichtig. Für mich ist halt, weil ich ja Porträts mache, mir ist die Person wichtiger. Und ob ich sie von der weißen Wand stelle oder ob ich sie halt irgendwie von grünen Strauch stelle. Im Grunde geht es ja um die Person. Natürlich ist es schön, wenn du halt einen schönen Hintergrund hast, was man einbaut, wenn man eine Story macht oder sowas, klar, dann passt es. Aber für mich persönlich ist Hintergrund eigentlich komplett unwichtig, weil die Person auf den Fotos ist für mich halt, die im Fokus steht. Und dann kann es von der weißen Wand knallen, genau wie vom grünen Wald knallen. Aber das ist halt Geschmackssache, jeder macht das irgendwie anders. Natürlich, wenn ich ein geiles Airbnb-Dings hätte, würde ich es auch machen, halt mit dem 35er irgendwie dann halt die Szene einfangen oder sowas. Ne? Kommt mir bekannt vor. Fotografierst du noch andere Sachen als das, was du zeigst? Oder ist das echt so wirklich dadurch, dass frei ist alles, dass... Was meinst du denn anderes? Zum Beispiel, was weiß ich, du dokumentierst den letzten Suffabend und machst Landschaftsaufnahmen von der Heimfahrt. Fotografierst du sowas auch oder fotografierst du wirklich nur, du nimmst die Kamera in die Hand... Wenn du ein Fotodate hast, sozusagen. Ich fotografiere eigentlich ständig rund um die Uhr. Okay. Schon immer. Ja? Ja. Krass. Ich habe eigentlich immer eine Kamera dabei, meistens mittlerweile eine analoge, weil ich halt, die sind klein, die Dinger, und dann hast du immer dabei. Was für eine analoge hast du denn so normal immer in der Tasche? Die habe ich gerade verkauft, die Miu 1 habe ich. Die habe ich auch gerade an Kunde verkauft. Hast du verkauft? Ja. Warum? Weil ich die dann doch besser finde, die Miu 2. Hast du die schon? Nee, die werde ich mal noch holen. Ja, ist gerade nicht so einfach, habe ich gehört. Ja. Geht so. Ich kann dir drei Optionen sagen, die laufen gerade, okay, die heute enden. Wo liegt die ungefähr jetzt? Willst du nachgucken? Die lag heute Morgen noch bei 35 Euro plus 5 Euro Versand, glaube ich. Ja? Tech Talk. Herzlich willkommen bei Krodop. Ja, hallo. Weil das mit der Location ist ja auch, wenn man viel über deine Bilder ist, und das ist jetzt vielleicht auch dem Winter geschuldet, so ein bisschen, das ist ja viel so Indoor und Licht und bla. Und nicht so viel Auto, aber wenn du sagst, im Sommer geht's wieder raus. Ja, ich liebe das auch draußen. Siehst du mit Reisen und so? Reist du viel? Fotografierst du? Eigentlich verreise ich immer jetzt gerade über die Jahreszeit, weil es halt auch so beim Fernsehen ein bisschen eine maue Zeit ist, wo halt wenig Jobs reinkommen. Im Winter wird halt wenig produziert. Dann bin ich meistens immer im Urlaub, ja. Und da fotografierst du dann auch so ein bisschen mit der Analogen? Ja, genau. Am Strand. Letztes Jahr war ich einen Kumpel besuchen, der wohnt in Tansania und da war ich einen Monat in Tansania. Und witzigerweise wären auch fast Shootings entstanden da. Ich habe ein paar Models angequatscht, die wollten aber alle Geld haben.
das hat halt nicht funktioniert. Die sind halt da sehr käuflich in Afrika, ist halt einfach so. Und das soll nicht böse klingen, also das meinte ich nicht so, ne? Also es ist. Die machen halt, die dealen halt sofort, nicht wie bei uns, aber so, ey, machen wir TFP, nein, die wollen der Kohle haben. So ist eigentlich richtig. Ja, da kommt der große weiße Mann, ne, mit dem vielen Geld. Ja, das ist vollkommen richtig so. Ich habe ja auch mehr Kohle als die einfach, aber trotzdem, aber egal, darum geht's nicht. Und da habe ich auch fotografiert. Ich habe die Yashica mitgehabt und, was habe ich noch mitgehabt? Eine digitale und habe Grundfotografie. Was sind natürlich aktuell für ein Modell Geld auszugeben? Also, weiß ich nicht. Eigentlich bin ich einfach zu doof, es nicht zu tun. Weil das, ich hatte die Diskussion auch immer. Er hat irgendwann ein Model auch irgendwie unter so einem YouTube-Video, wo du das sagst, Geld hält mich daran, dass ich keins habe, um das auszugeben, aber sonst würde ich es machen. Entschuldigung, was wolltest du sagen? Ja, das ist okay, Markus. Wenn ich rede. da ging es halt auch darum, da hat sie unter das Video, weil alle darum geht es ja die ganze Zeit. Wir haben ja jetzt auch schon über Kameras sehr viel nebenher gequatscht. Egal, auf jeden Fall. Da ging es auch darum, wo das Model gesagt hat, Alter, Jungs, ihr diskutiert über Objektive, über die nächste Kamera, über das, das und das, ne? Und 200 Euro mal für ein gutes Modell, das hab ich auch gelesen, ist euch zu viel, ja, weil da ist die Kamera dann scheißegal, wenn das Modell den Job kann. Ja, also diese so, ne? Ja, das habe ich auch gelesen. Dann denkst du so, dann bist du in einer geilen Location und dann will vielleicht ein Model 200 Euro und dann machst du es nicht, weil du sagst, ja, ich arbeite ja auch, blablabla, wie auch immer. Aber du hättest dann halt ein geiles Foto von einem geilen Model an einer geilen Location gehabt. Gibt's aber 5000 aus für eine neue Kamera mit Objektiv. Ja, oder für den Flug. Ja, genau. Im Grunde total Bullshit. Also ich versuche das dieses Jahr, glaube ich, auch ein bisschen zu ändern einfach. Dass ich dann. Vor allem auch da lernt man ja wieder ganz viel. Definitiv. Über, weil die davon leben, die gehen anders an die Sachen ran. Genau. Also ich habe es vor zu machen. Mein allererstes Model, was ich geshootet habe, oder mein allererstes Mädelmodel, was war auch ein Paymodel? Mein allererstes Bild, das ist das Schwarz-Weiß-Bild, wo das Mädel aus dem Fenster guckt, weil ich das kennst. Und mittlerweile schreibt sie mich auch an und möchte das. Das ist doch das, was im Dingens hängt. Was im Wohnzimmer hängt. Das können wir doch mal zeigen. Kannst du es mal eben holen? Ja, klar. Dann können wir nämlich einmal ein Bild, wenn wir schon hier in der Wohnung filmen, können wir einmal ein Bild richtig zeigen. Es wurde ja schon herangetragen, dass wir mehr Bilder zeigen sollen. Ja, ich mache da vielleicht mal eine Umfrage zu. Wer ist dafür, dass wir Bilder zeigen und wer nicht? Dann können wir es nämlich einmal genau. Und das war dein erstes Bild. Das war mein erstes Bild, das ich gemacht habe. Analog. Selbstentwickelt, der Schwarz-Weiß. Mal gucken, ob das die Kamera kann. Ja, aber es ist auch immer noch ein schönes Foto. Ja, ich finde es auch super, ich liebe es immer noch, ich finde es großartig. Ich finde, sie hat was von einer Mischung aus Keira Knightley und wegen dem Kiefer. Wie heißt die andere von Star Wars? Die da diese Prinzessin Leia, die Mutter gespielt hat, wurde in den schlechten Teilen. Natalie Portman. Natalie Portman, so eine Mischung aus beiden, finde ich. Sehr hübsches Mädchen. Ist die Irma. Ja, sehr super, voll gut. Finde ich auch immer noch verkörpern für das, was dein heutiger Stil ist. So diese Natürlichkeit im einfachen Licht, natürlichen Licht und trotzdem irgendwie mit Seele. So. Wo wir wieder bei dem Thema sind, wo ich mich immer frage, wie schafft das mit der Seele? Liegt es vielleicht an 3 Stunden Kaffee trinken und man weiß es nicht. Ich verrat's nicht. Das sind halt die Sachen, die kann ja auch keiner klauen, weißt du? Die Kamera kann jeder kaufen, aber das Geheimnis, wie du den Menschen öffnest, das bleibt immer. Oh, das bleibt immer, hier musst du hinten die Dinger umklippen, ne? Ja, das ist ein scheiß Ikea, ne? Ja, also ich meine, man kann das auch richtig machen, aber. Kann man, ja. Sie ist aber auch seit 4 Jahren, seit so 3 Jahren an der Wand, glaube ich. Also. Jetzt haben wir ein Foto. Ja, das war dein erstes Foto. Da habe ich komplett analog angefangen. Also ich habe damals nur analog fotografiert, also es war halt. Ich wollte ein bisschen Tech-Talk machen, hatte eine Contax G1 gehabt, ich liebe diese Kamera, ich glaube, die kaufe ich mal wieder. Mit der habe ich das Bild gemacht und ich habe mit ihr nur analog geshootet. Es sind nicht alle was geworden, es sind glaube ich 8 Bilder was geworden, aber scheiße. Hast du digital auch nicht? Ist, ja, genau. Du hast 420 was geworden. Das ist halt vielleicht. Einfach. Ja. Schön, wenn was so zeitlos auch noch gefällt. Also das ist ja auch nicht so einfach, dass du ein Bild machst, wo du auch nach Jahren noch sagst, nee, ich finde das Bild als Urheber des Bildes immer noch gut. Ja, ja. Und nicht, ey, was ist das für eine Rotze weg? Aber ja, das ist auch gut. Ich finde meine Bilder meistens echt immer an. Doof irgendwann. Ich finde die, also ich kenne das so 5 Minuten wahrscheinlich. Du sitzt einfach geil oder machst sie geil, dann packst du sie rüber und denkst so, okay, dann veröffentlichst du und dann ist er eigentlich auch schon wieder eigentlich scheiße. Das besser machen können, das besser machen können, das ist geil. Ja. Aber who cares? Ja, eben. Glaubst du, dass das, was dein Onkel gemacht hat, so auch einen Einfluss drauf hatte? Also, dass der auch irgendwie Porträts gemacht hat und so? Oder ist das einfach so selber entstanden? Ja. Hat er gar keinen Einfluss. Er hat, wie gesagt, diesen Fotografenladen gehabt. Ich glaube, der hat ab und zu mal irgendwie Karneval in Leverkusen fotografiert, hat Passfotos gemacht, ne? Als noch keine Ahnung, früher in den 80ern, 70ern. Nee, der hat mich da in keinster Weise. Der ist auch künstlerisch, sag ich mal, einfach nicht so als Vorbild anzusehen. Also, das
Nee, das war Daily Business. Komplett ne? falsche Richtung, ja. Und das heißt, wenn ich das richtig verstehe, bist du Leverkusener, ne? Genau. Gebürtig. Richtig. Schön. Und du der bist Parkplatz dann, vor Köln. Ja. Bist dann wegen Film und Fernsehen nach Köln gekommen? Ja, da im Studium bin ich rübergekommen und ist ja wirklich weit, ne? 12 Kilometer habe ich es geschafft. In die nächstgrößere Stadt, ey. Immerhin, ne? Immerhin. Genau, für Studium und dann für, dann, ich habe ein bisschen viel studiert und bin dann irgendwann beim Fernsehen reingerutscht, so über 1000 Ecken, wie es halt vor ein paar Jahren noch ging. Mittlerweile muss man eine Ausbildung machen, früher bist du da einfach reingerutscht. Mhm. Und als ich angefangen habe, ja genau, als ich angefangen habe, da gab es nur Praktikanten, da hat keiner eine Ausbildung gehabt, die haben es irgendwie alle als Praktikant angefangen, Kabelträger, sich dann irgendwie hochgearbeitet. Geht ja mittlerweile nicht mehr. Das ist vorbei. Aber dafür hast du halt die Jungs, die so machen, was ich auch sehr cool finde. Ja, so nebenher so ein bisschen für Lau, für den Ruhm und die Ehre im Web. Ja, wer weiß, wofür es gut ist. Ne? Machen, man ne? weiß es ja, ja nie, eben. Was daraus ja. wird. Ne? Das ist cool. Ich habe auch Bock drauf. Ich habe auch Bock auf Internet zu machen und sowas, weil ich sehe so, ich darf es gar nicht so laut sagen, aber ich finde, dass die Zukunft oder das Fernsehen ist für mich so, also ich schaue kein Fernsehen. Ich habe diesen amerikanischen Anbieter, Netflix, so einen geilen Scheiß gucken kann. Für mich ist Fernsehen tot. Gut, das haben sie über das Radio auch gesagt. Das gibt es immer noch, aber ich glaube, ich rede mich gerade im Kopf und Kragen. Es wird eh keiner, die 500 Leute, also wenn es 500 wären, darauf geschissen. Aber das ist ja, das Fernsehen hat ja auch irgendwie so, das ist dieser Teufelskreis, in dem es drinsteckt. Ne? Das macht Content-Formate oder Formate generell für eine gewisse Zielgruppe, weil sie wissen, diese Zielgruppe guckt. Mhm. Dadurch, dass das Format aber für die Zielgruppe gemacht wird, fallen die anderen Zielgruppen weg. Mhm. So, und dann wird das so ein Ding, wo du immer dieselbe Zielgruppe bedienst und dann... Ja, und selbst wenn du versuchst, irgendwas Anspruchsvolles zu machen, hast du unter deine eigene Zielgruppe angezüchtet, die den Scheiß nicht gucken. Genau, genau. Das verstehen die aber nicht. Wie heißt das? Free Rainer? Dieser Film mit Moritz Bleibtreu? Boah, da muss ich noch 5 Minuten ausschauen. Das ging gar nicht. Echt? Ich fand den grauenhaft. Ich fand das grauenhaft. Das ist ja immer so dasselbe Thema, aber... das war so klischeebelastet. Ja, voll. Aber so allein diese Idee, dass du halt einfach diese Boxen austauschst, die ja da dieses Coating machen. So weit war ich gar nicht. Und dann spielst du da anderen Inhalt rein und erstmal gehen die ganzen Zahlen in den Keller und keiner kommt drauf klar und dann fakes das und auf einmal fängst du an, dafür Content zu produzieren und dann gucken die Leute auch wieder, weil sie das ja auf einmal interessiert. Nee, so weit war ich gar nicht. Ich musste ausschalten nach 5 Minuten. Ich meine, du kennst dich im Fernsehen besser aus als ich. Ja, total. Ja. Es war bestimmt, ich denke mal, der hat definitiv viele Klischees, die es halt einfach gibt und die auch wahr sind, halt übernommen und hätte es auch, aber es war, für mich war der einfach scheiße gemacht. Sorry. Ja, genau. Der kann man, sowas hätte man besser machen können. Ich habe nach 3 Minuten konnte ich den Bleibtreu nicht mehr ertragen, so überkandidierten Art, dass ich das ausmachen musste. Kannst du als Kameramann Filme gucken, ohne drüber nachzudenken, ja, fuck, da hätte ich den Fokus aber anders gezogen? Ja, kann ich. Ja? Manchmal nicht. Doch, manchmal, ich kann es eigentlich immer, aber unbewusst läuft halt so natürlich auch immer das mit, was da gerade gemacht wird. Und bei DVDs oder bei Streaming-Filmen, dann mache ich halt Stopp und schaue es mir nochmal an, weil ich es halt geil finde. Ich lerne auch total viel, für mich schaue ich mir halt dann so Sachen an wie Breaking Bad oder sowas, Kameraeinstellungen, weil ich dann auch versuche in meinen Job mit, sieht wahrscheinlich kein Mensch, aber ich versuche es halt in meinen Job auch einzubauen, irgendwie so diese Einstellungen oder wenn die irgendwelche Gänge machen, welche Fahrten machen, da halt die Kadrierungen. Ja, da nehme ich halt ganz viel Input mit. Das heißt, du bist auch so ein visueller Mensch, wahrscheinlich, der sich sehr so von visuellen Sachen inspirieren lässt. Und allein durchs Konsumieren auch irgendwie arbeitet. Ich mache dann auch Screenshots, wenn ich ein geiles Bild oder eine geile Einstellung sehe oder so Scheiße. Inspiriert dich Film auch für deine Fotografie? Erstaunlicherweise gar nicht. Mhm. Also manchmal denke ich so, boah geil, sowas musst du knipsen. Und dann schreibe ich es mir auf, dann mache einen Screenshot und dann vergesse ich das komplett. Und dann gehe ich durch meine Handyfotos und denke so, ach stimmt, da wolltest du noch was machen. Das ist dann so ein Look, ne? Und so eine Atmosphäre, Film transportiert, wo man versucht, den nachzubauen. Ja. Dieser eine Film, weißt du, kennst du Blow Up, den Film? Ich kenne das Cover, ich bin ja so ein visueller Alter, der Film musst du gucken, das ist ein richtig, also du fotografierst ja auch und das ist ein richtig geiler Film. Der zeigt eine unfassbar geile Art der Swinging 60s, weil der ist damals on location gedreht worden. Die gehen wirklich mit der Kamera auf ein Konzert, wo eine, ich habe den Namen von der, wo eine Band spielt, die danach richtig erfolgreich geworden ist und die quasi so eine Bandprobe gemacht haben oder sowas, ne? Keine Bandprobe, Konzerte gegeben haben. Der Film ist der Hammer und du kriegst da geile Ideen. Blow Up. 1966? Ja. Der zeigt halt die Swinging 60s, Alter, mega geil. Hast du Victoria gesehen? Leider nicht, nee. Leider nicht. Muss ich mal gucken. Ja, ich weiß, ich liebe großartig. Ich stehe auf so einen Scheiß. Hätte ich auch gerne selber gedreht. Auf so einen Scheiß stehe ich voll. Da, 2 Stunden hinterherlaufen und so, gucken, was passiert. Ich glaube, in 3 Durchläufen sogar, ne? 3 Stück haben sie gemacht, ne? Ja. Und der zweite ist, glaube ich, geworden oder sogar der erste dann am Ende. Irgend sowas, ne? Ja.
Finde ich großartig. Gibt es für deine, wenn du jetzt trennst in Arbeit und Privates, so neben hier mal ein Printfleisch verkaufen und da mal ein kleiner Fotojob, gibt's, hast du eine Vision für deine Kamerajobs oder ist das wirklich so die Langzeitauslegung, ey, eigentlich will ich mit beiden gleich viel verdienen und das soll ein zweites Standbein mit der Fotografie werden? Oder gibt es so eine, weil ich denke immer, ein Kameramann, da ist die Vision, ich will einen Kinofilm filmen, ja, oder so, oder gibt es das nicht? Ja, sicher, klar, aber kannst du ja, also eher so independent, also dass du da irgendwie reinkommst, du musst immer ganz groß differenzieren zwischen TV, was ich mache, und zwischen Kino, mhm, ne? oder Serie, also Fiction eigentlich, glaube ich, heißt es. Um die ganzen Fiction-Sachen zu machen, musst du definitiv studiert haben. Also gerade in Deutschland ist es ein bisschen elitär. Mhm. Wenn du nicht von der Filmhochschule kommst, hast du überhaupt keine Chance, da überhaupt auch nur reinzurutschen. Mhm. Gar nicht. Die sind hier und die Münchner hassen die aus Baden-Württemberg und die Berliner hassen die Münchner wieder. Und alle, die da unten studiert haben, machen zusammen und die machen zusammen und die machen zusammen. In einem Spruch ist das. Und da reinzukommen ist so gut wie unmöglich. Es ist nicht wie in den USA, hast du die Möglichkeit, halt, dass du dich da rein irgendwie wirklich hocharbeiten kannst. Einfach, ne? Das ist da einfacher gegeben. Das hast du eigentlich hier so aus meiner Erfahrung nicht. Ich würde klar, würde ich gerne einen Kinofilm rennen. Oder halt so eine geile Serie. Ich würde auch hier mit so einer 5D oder so einem Scheiß, finde ich auch richtig geil. YouTube-Serie. Ich sage immer Geschichten. Kumpel von mir, Olli, mach mal unbedingt, schreib mal dein Drehbuch, der ist Drehbuchautor. Sowas zu drehen hätte ich Bock. Da würde ich auch dann sagen, so mache ich auch umsonst. Ne? Habe ich einfach Bock drauf, so ein geiles Ding mal umzusetzen. Weil ich glaube, man kann in Deutschland auch geile Filme machen, nur laufen die nicht irgendwie im Fernsehen. Und auch nicht im Kino, ich sehe die sehr selten. Ja, wobei, das habe ich. Aber das ist ein anderes Thema, ja. Das flippe ich komplett aus, ja, in die Richtung gehen, Alter. Ey, das ist zum Beispiel, ja, aber das verstehe ich voll, aber die Diskussion fahre ich auch immer, dass du hast viele Leute, die gucken kein Fernsehen. So, mehr. Und die gucken dann auf Pro7, RTL und die Blockbuster lieber zum fünften Mal, als mal in dem Nischen Arte, ZDF, zu der richtigen Uhrzeit, am richtigen Tag. Arte laufen echt geil, skandinavische Serien. Ja, was da läuft, so. Und dann sage ich so, ey, du hast die deutsche Filmlandschaft und dann guckst du aber mal, dass es auch gute Filme gibt. Also Der Untergang war ein guter Film. Es gibt so Filme wie mit hier... Das Leben der Anderen. Genau, Das Leben der Anderen. Das Boot habe ich vor kurzem geguckt. Das ist auch immer dieses, so, aber auch in hier, die fetten Jahre sind vorbei. Mhm. Also alles Filme mit einer guten Erzähltechnik, wie auch immer, wo es in jedem Film einen Aspekt gibt, wo du auch immer sagen kannst, auch wenn Til Schweiger immer dasselbe spielt, das, was jetzt zum Beispiel mit der Tatort hat eine filmische Qualität, ja. Die es vorher nicht gab. Da habe ich mich gerade als so. Tatort Til Schweiger feiern. Ich auch. Ja. So. Kein Ohasen fand ich scheiße, aber die Tatort finde ich gut. Ja, und das ist, und dann guckst du dir, dann, ist ja auch egal, auf jeden Fall, die Technik, die er etabliert hat, das hätte auch, schafft so kein anderer. Ja. So. Und das kann man ja auch neidlos anerkennen, dass dann seine Rollen sollte immer dieselben sind, ist ja scheißegal. Ne? Ja. So, und es gibt so viel, es gibt hier diese ganzen, was war das, ihr könnt euch niemals sicher sein, so eine Fernsehproduktion mit dem Schüler, der als Amokläufer verdächtigt wird. Es gibt jetzt Willkommen zu Hause mit Ken Duken, der einen Rückkehrer aus Afghanistan spielt. So, und da geht es auch um diese ganzen, mit wie geht die Gesellschaft damit um, ja, und so. Also es gibt da genug gute, intensive Filme, nur die gehen natürlich an dir vorbei, wenn du dich nicht damit auseinandersetzt. Ja, so, und dann ist einfach zu sagen, ja, das deutsche Fernsehen, da kommt nichts. Aber ja, da können wir jetzt eine Grundsatzdiskussion anstoßen. Ich habe da... Das egal. Ist egal. Anderes Thema. Wir waren ja bei Fotografie eigentlich. Oder? War man das? Ich wollte ganz tief pissen, Alter. Ich auch, aber du bist zu Hause, du kannst hier sogar ins Spülbecken pinkeln. Das filmt einen noch, Alter. Nee, meinst du nicht? Wir machen in der Zeit eine kleine Werbepause. Jetzt hörst du, wie er strullt, weißt du, so voll auf den Center-Sound. Mhm. Was möchtest du den Leuten sagen? Habt ihr noch Fragen? Ja, wollt ihr, dass man eure Stimmen hört, ne? Hier, kennt ihr die? Das war die 16-Jährige. Glaubst du, dass die 16 war? Du kannst reden, Christoph. Können wir mal hier Tales of an American Summer präsentieren zum 100. Mal. Das meinte ich, genau. Hast du das Buch gesehen, Jan? Mhm. Ist geil, oder? Sehr, sehr gut. Die sweetesten Mäuse drin, ey. Das wollte ich ihn immer mal fragen. Es gibt hier ein Bild. Das hier.
Hast du eigentlich den einzigen Filmbug entdeckt in diesem Buch, was wir ja beide so feiern? Ein Filmbug? Ja, ich nenne es Filmbug, weil, egal, Bildbug. Nee, auf Seite, hat keine Seitenzahlen, egal, auf dieser Seite, hier ist der Schlipper, ne? Weil ja. Cool hat ja den Schlipper aus, aber warum hat sie denn da oben noch was an? Du Fuchs, ist ja. Mir nicht aufgefallen. Ja, mir auch nicht. Es wurde an mich herangetragen. Ich wollte Ben fragen, aber ich kam noch nicht dazu. Also was ist dann die Aussage, weißt du? Weil das sieht ja, also, das passt ja gar nicht. Ja, war er wahrscheinlich betrunken, hat nicht aufgepasst, ey. Sie so voll safe. Ich hab drei Hosen an, der weiß nicht. Soll ich meine Buchse ausziehen? Ja, mach mal, ist geil. Ich hab letztes Mal auch geschult und hab auch nicht gemerkt, dass da hinten dieser ganze Zeit an dem Hut hing der Einkaufszettel noch dran. Und mir hinter die Bilder an, der so, fuck, ey. Stempelst du das dann raus oder wirfst du die Bilder weg? Stempel ich raus dann. Also, okay. Ja. Geht eigentlich, aber ich dachte auch so, okay, super, wieder aufgepasst gerade. Ja, das ist so, wenn man dann so fokussiert ist, dann achtet man auch so nicht, oder? Das passiert ja danach auf jeden Fall nie wieder, dass irgendwo ein Schild rausguckt, weil du jetzt so eine Schildphobie hast. Dann denkst du, könnte da irgendwas rausgucken? Ich habe auch voll die Haarphobie jetzt. Ich habe das so ein paar Mal gemerkt, weil ich ja nie mit Visa zusammenarbeite. Mhm. Was ich aber, glaube ich, machen möchte auch, weil ich habe gemerkt, dass mir dann irgendwie auf den Bildern die Haare nicht gefallen. Mhm. Aber ich bin jetzt auch kein Friseur oder so ein Scheiß. Und dann, ich hätte aber gerne eine Make-up-Visa-Frau, die hat dann um die Haare. Weil ich finde Haare super wichtig. Und teilweise knallt das Bild halt wirklich richtig gut. Mir gefällt es aber deshalb nicht, weil die Haare halt nicht geil sind. Okay. Weil halt für mich das irgendwie, ich auch nicht darauf geachtet habe, weil ich mit was anderem beschäftigt bin. Aber mir gefällt halt dann irgendwie das Bild nicht so richtig, wie es wäre, wenn halt die Haare perfekt wären. Also ich will auf jeden Fall dieses Jahr auch mehr mit... einen kleinen Haarfetisch. Mit Visa zusammenarbeiten. Ne? Falls irgendeine Visa zuguckt, könnt ihr euch mal melden. Ich könnte dir da ein paar empfehlen. Ja? Ich kenne genau drei Visas, okay. Weil ich ja auch versuche, das zu umgehen. Aber kann man, ist mal eine Erfahrung wert auf jeden Fall. Ich mag es im Team zu arbeiten, habe ich festgestellt. Ich finde es okay, wenn man auch allein mit dem Mädel ist und rumschule, weil es dann eine andere Atmosphäre ist. Du kannst dich aber noch rausschmeißen, die Leute, wenn sie dich irgendwie wenn sie auf den Sack gehen oder sowas. Aber ich glaube, in so einem Team zu arbeiten, wo man sich halt einfach dann wirklich, wo die Klamotten hast und eine Freundin von mir ist da Liste, wenn die sowas macht, dann kommt sie mir, wir machen das, das und das, stellst du mir zusammen. Das Mädel sieht das an, so, what the fuck, da wäre ich nie drauf gekommen. Ja. Ja? Und das gibt halt so ein Bild auch so in so einem Teamarbeit. Das sind wichtige Faktoren, die halt so ein Bild irgendwie wie diesen Dingern sind und dann Fashion-Magazinen, die halt so ein Bild knallen lassen, weißt du? Meine Sache ist halt, um das Bild zu machen und halt diese persönliche Ebene herzustellen, die das Model überträgt auf den Betrachter. Aber dann habe ich, das reicht mir schon und ich kann jetzt nicht auch noch auf Klamotten achten. Das ist echt eine Arbeit. Ich bin manchmal auch danach dann auch fertig. Ne? Du bist dann so, das Mädel kommt rein, wirft alles hin, hat 250.000 Teile und du denkst ungefähr, so. Ja, richtig. Was nehmen wir als erstes? Joa. Ich glaube, das sieht alles gut aus. Ja. Wir reichen drei. Ja, das ist, was die dann teilweise kombinieren. Ja, ich meine, es hat auch seinen Grund, warum Leute sich auf gewisse Dinge spezialisieren. Eben, ja, so. Und ich mag Teamarbeit. Und wenn ich du die eierlegende Wollmilchsau bist, dann ist halt auch immer schwierig. Ja, manche machen das, die wollen das auch komplett den ganzen... Ja. Also man kann ja immer noch sagen, das gefällt mir nicht, nimm mal ein anderes Outfit. Also ich finde schon, als Fotograf hast du auch ein letztes Wort. Also du bist dann schon auch... Das ist keine Demokratie, weil ich finde, da muss man schon ein Diktator sein. Genau wie in einer Band, da gibt es einen Bandleader und der sagt, das Programm ist, die anderen helfen dir dabei. Ich finde es auch immer geil, im Team zu arbeiten, wenn ich entscheide. Ja, das ist ja vollkommen okay, wenn du dann ein eigenes Team zusammenstellst. Ja. Ne, das ist auch vollkommen okay. Hast du schon dann das letzte Wort, aber ich finde es halt geil, und du hast mal halt, kriegst halt einen anderen Input einfach, ja. Wo du gerade selber gar nicht drauf gekommen bist. Und man pusht sich auch und hat alles seine Berechtigung. Genau, ich finde es super, ich liebe Teamarbeit, ich arbeite gerne im Team. Mach ich viel man zu kann auch viel größere Sachen dadurch realisieren. Ja. Macht auch mal nächstes Jahr. Mit 250 nächstes Leuten auf der Domplatte. Ja, brauchst du ja vorher... Aktfoto auf der Domplatte. Und vorher trinken wir alle Kaffee bei mir. Und alle brauchen eine Armlänge Abstand zum nächsten Treffen. Richtig. Boah, das wäre lustig. Wenn das Video fertig ist von Christoph, dann ist das Armlänge gar nicht mehr interessant, weil das dann verjährt ist. Das glaube ich verjährt nicht. Das bleibt dieser Rika, ich habe sogar noch gewählt und ich schäme mich dafür. Immerhin gehst du wählen, das ist ja gut. Also man wählen ist wichtig. Ja, finde ich schon. Das ist und zwar im Grunde nichts, weil das ist so eine... Einfach andere Völker oder Länder oder Bevölkerungsleute anderer Länder, wie auch immer man das jetzt politisch korrekt ausdrücken möchte, wären froh, wenn sie freie Wahlen hätten. Deswegen sollte man schon wählen. Egal wen. Also. Also ganz egal nicht, ne? Jetzt ist auch wieder eine gefährliche Aussage, aber... Es ist halt Demokratie. Mhm. Demokratie ist jetzt so ein bisschen wie Teamarbeit. Ich mag Teamarbeit, weil ich entscheide. Genau. Das merke ich mir, Alter. Das schreibe ich mir auch irgendwo rein. Ja, voll. Hast du neben diesen beiden Sachen, die du jetzt angekündigt hast, um mal wieder zu dem Thema zu kommen, ich würde das so gerne alles mal zeigen, aber ich glaube, das geht hier von der Einstellung nicht.
Ich habe ja kein Buch, was ich zeigen kann, deswegen komme ich auch so ein bisschen... Ja, das ist auch in letzter Zeit selten, dass Fotografen nichts zum Zeigen haben. Ja, kommt denn, das, du kannst auch, machst du jetzt mal ein Buch, Markus? Wie sieht das denn bei dir aus? Deine Einstellung zum Print. Ich finde Print super. Ich habe gerne Prints an der Wand. Ich mache da mehr Prints, die ich mal an die Wand hänge, weil ich es halt aber geil finde, deine Fotos in der Hand zu haben. Ich bin damit aufgewachsen, ich hatte früher, ich habe Alben zu Hause mit, von meinen Eltern, wo Bilder von mir drin sind, von meinen Eltern, von meinen Großeltern, die ich in der Hand habe. Und das haben halt viele heute gar nicht mehr. Du hast ja alles bei Instagram, du hast alles in deinem Handy. Wenn das Ding mal am Arsch ist, ins Wasser fällt, sind 1000 Bilder weg, 3000 Bilder weg. Ja. Du hast nichts. Und ich finde halt, wenn du so ein Ding in der Hand hast, das freut mich immer, wenn ich dir halt so ein Bild gebe. Ich finde das immer so, oh, kann ich es mitnehmen? Du hast halt wirklich was. Du hast dieses Haptische, du kannst dieses Bild angucken, du kannst dann riechen, du kannst es drehen. Und ich finde das geil, ich finde Prints mega geil. Klar hätte ich gerne ein Buch. Vielleicht mache ich auch ein Crowdfunding. Ja, mach mal. 50.000 Euro sind gerade zum Durchschnitt, habe ich gehört. Ja, habe ich gehört. Ja. Findest du denn die Zeit dann da noch reinzugucken? Also nimmst du dir dann in deinem Alltag auch hin und wieder die Zeit, sich dir die Kiste auszugraben und ins Album reinzugucken und die letzten Bilder von den letzten Shootings, die du irgendwie so auf Instagram hast, irgendwie nochmal so in Ruhe anzugucken? Oder ist das echt nur so, du pinnst in die Wohnung und immer wenn jemand reinkommt, ist er so angefixt, guckt das an, man redet wieder drüber? Ich mache zu wenig, ich sollte mehr von meinen Bildern ausdrucken. Ich habe das letzte, glaube ich, was du bekommen hast, mein letzter Druck eigentlich. Ach ja, stimmt, wir haben ja ein Bild getauscht. Jetzt wirst du uns in diese Problematik, was rollen wir zuerst aus? Ach so. Kann der Webtalk jetzt noch vor dem anderen ausrollen? Also wir haben eine Zeitreise gemacht, das ist vollkommen okay. Wir sind in die Zukunft zurück und wieder. Ja. Genau. Das war der letzte Print, den ich gemacht habe und ich bin wieder angefixt. Das Ding gesehen, war ausgepackt und dachte ich so, wie geil ist das denn? So ein Ding an der Wand hängen zu haben und in der Hand zu haben. Und ich bin noch mehr Freund von Papier als von Alu-Dibond. Ja, das ist schon was Geiles auch. Weil ich finde, Alu-Dibond ist halt auch der größte geil, ohne Rahmen. Ja. Und du kannst es halt einfach anbringen, weil wenn du in der Größe was printest und dann brauchst du einen Rahmen und dann bist du halt direkt bei so einem... Ja, das stimmt. Da ist das Interesse aber schon recht. Und die Dinger wirken auf der Größe halt einfach geil. Und auch mit den Abstandshaltern so, dass die so einen Zentimeter von der Wand abhängen und du praktisch noch, ne, du hast einen Schlagschatten, je nachdem wie es Licht ist. Achso, ja, genau. Ja, zum Beispiel. Das ist halt geil. Das hat eine Wirkung einfach, ne? Ja. Mega. Also ich finde auf jeden Fall, klar hätte ich gerne ein Buch, aber ja, wie gesagt. Ich meine, du hast ja Zeit. So Best of Jahresrückblick. Ja, brauche ich bei Instagram, macht automatisch. The Red Chair. Was ist The Red Chair eigentlich? The Red Chair, da ist mir irgendwann aufgefallen, dass ich ja ständig Mädels auf meinem Stuhl fotografiere. Und irgendwann saß ich da und dachte so, hä? Das ist dann im Grunde eine Art Serie. Und dann habe ich halt diese Red Chair Diaries irgendwie ins Leben gerufen und jetzt werde ich auf jeden Fall immer, und ich mache es ständig, jedes Model, was ich fotografiere, auf diesem Stuhl fotografieren. Das ist meine Red Chair Diary. Meine Serie. Ich denke eigentlich nie in Serien, aber das ist eine Serie. Und das geht nur um den Stuhl und um das Modell. Und die können machen damit, was sie wollen. Also das finde ich mal sehr interessant, einfach zu sehen, was dann die einzelnen Models damit machen, wie die das interpretieren. Ich sage gar nichts. Da ist der Stuhl, da bist du, ihr beiden seid die Player, haut rein. Und mal gucken, was passiert. Je nach Klientel auch gefährlich, ne? Ja, ich fotografiere das. Da kann ganz große Scheiße passieren. Aber ich finde es gut, mir gefällt es. Oh, bin ich auch für. Was passiert, wenn wir das machen? Manche sind halt wirklich dann sehr edel, sitzen also da, manche plätzen sich rein. Ich finde das super. Das ist halt freigegeben, das ist halt eine Bühne für das Model, das ist der rote Stuhl. Und ich finde es geil, das ist nicht ein, ich möchte eine Serie machen, sondern es ist entstanden aus, ach guck mal, das ist unterbewusst, wie geil wäre es, wenn das zu einer Serie wird. Genau. So, in der Herangehensweise ist das anders. Ich habe die Bilder gesehen, dachte so, okay, roter Stuhl, überall ist der rote Stuhl. Und dachte mir einfach, mach da eine Serie draus. Die Idee war halt auch, ich wollte einen geilen Stuhl haben, habe ich bei eBay steigern, habe ich mal hingestellt. Und dann ist irgendwo habe ich, glaube ich, mal gelesen, du willst auch gerne Ausstellung machen? Klar. Mache ich auch Crowdfunding. Und nochmal 50.000. Ja, ich glaube, das wird wahrscheinlich nicht mehr passieren. Aber ich meine, 7.000, 10.000... Ich würde gerne machen, so wie Ryan McGinley. War das Ryan McGinley? Oder? Wie hieß dieser Fotograf? Oder ein deutscher Fotograf, der auch so ein bisschen wie McGinley fotografiert. Ich habe wie gesagt, ich kenne mich mit Fotografie nicht aus. Ich habe keine Ahnung, wer dieser Typ ist. Ach Quatsch, den kennst du? Nein, der war wahrscheinlich, ist alles, was vor meinem Geburtsjahr stattfindet. Nein, der ist, glaube ich, so alt wie du. Nee, den kenne ich nicht. Der ist nicht 30 oder so. Also. Ich glaube, es war nicht, das war Tillmann, Peter Tillmann. Tillmann, ein deutscher Fotograf, Tillmann? Simon Lohmeier. Ja. Egal, der hatte halt so mega fette Prints gehabt. Ich finde das halt mega geil, wenn die halt so 2 Meter mal 3 Meter sind und sowas. Aber da kostet ja ein Bild. Ja. Das kannst du nicht bezahlen, die Scheiße. Ja. Aber gerade so wirken die Bilder halt. Und es ist egal, selbst wenn du irgendwie ein Bild machst von einem Löffel und dann hängst du ihn einfach auf 3 Meter Größe hin, sieht das immer geil. Ja, weil alle Angst haben. Dass der Löffel umfällt und sie erschlägt. Ach so. Ja, das stimmt. Größe ist halt schon so ein Argument, einfach von der Ästhetik. Aber ich mache auch ganz ehrlich, wenn mir einer sagen würde, Ben, mach eine Ausstellung, du darfst Postkarten aufhängen, würde ich auch nicht nein sagen. Würde ich sagen, ja klar. Hauptsache Bilder an die Wand. Ja, logisch. Ja, voll.
Ich finde es immer sehr schwer, die ganzen Sachen auszuwählen. Ja. Das sagen irgendwie alle, die so ein Buch machen, halt eine Ausstellung machen, dass sie halt da sitzen monatelang oder wochenlang, und erstmal so, welche Bilder nimmst du überhaupt? Ich glaube, das ist vor allem bei dir dann auch die Gefahr, weil du diese persönliche Note zu den Modellen hast und dieses Kennenlernen und das Gespräch, dass ja an dem Bild viel mehr hängt als nur das Foto. Und dann ist immer hilfreich, wenn jemand drüber guckt, der keinen emotionalen Bezug hat und der knallhart sagt, nö, das bewegt mich nicht. Genau. Und du denkst, ja, aber das ist doch Yvonne und Yvonne hat mir vorher erzählt, dass sie alleinerziehende Mutter ist und das finde ich. Und er sagt so, sieht man nicht. Sieht weg. Ja, finde ich super, genau, knallharte Aussage, weil du hast mit deinen Bildern halt ein emotionales Ding verbunden. Ja. Positiv oder negativ ist ja egal. Aber mir fällt es halt super schwer, dann eine Auswahl zu treffen, weil ich weiß auch teilweise nicht, welche Bilder gut sind. Manchmal gefallen mir Bilder halt unfassbar gut, die gefallen anderen gar nicht. Ja. Ich finde das immer super schwer. Ich glaube, das ist oft so. Dass gerade das, was dir gut gefällt, so gerade im Like waren, endlose Diskussion. Du würdest gern viel mehr das und das machen, weil du da voll hinterstehst. Und immer, wenn du was davon hochlädst, ist die Resonanz null. Ja. Und du verlierst so die Lust, weil du denkst, das will ja keiner sehen. Und dann machst du wieder die Nackte auf dem Red Share, weil das kommt ja gut an. Und dann, ne, das ist die Mango, die Papaya kommt aber. Ja, die Papaya, genau. Ich mach mehr mit Papaya. Die Papaya-Serie. Und dazu Alexander Markus live. Wer ist das, ne? Alexander Markus? Ja, hat er nicht diesen Papaya-Papaya-Song? Ich kenne von Alexander Markus. Ist das dieser komische. Wir sind Soldaten der Liebe und dann hat er Papaya. Ach, der kenne ich, ja, habe ich im Auto gehört, ja. Ah, ja. Hab mir einen Assistent vorgespielt, ich kannte den nicht. Guter Typ auf jeden Fall, ne? Ja, sehr so abgefahren, aber witzig, ja. Wie kam man drauf? Achso, genau. Was haben wir? Aufgeschnittene Papaya. Kommt nicht an. Also mein Flash-Trash draufgeblitzt, was ich ja geil finde. Finde ja alle scheiße, aber ich finde es geil. Ist aber auch, egal wer es macht, ist halt immer diese Mysterie. Voll langweiliges Licht, ey. Mysterie. Machst du schwarz-weiß, alles gut. Ja, voll. Ja, ich habe ein Problem. Ich muss übrigens strullen. Jetzt weiß ich nicht, lasse ich hier 5 Minuten alleine sitzen. Ich puppe ein bisschen in der Nase. Oder haben wir sowieso alles eigentlich besprochen? Ja, das musst du mir sagen, das weiß ich nicht. Ich könnte jetzt so meine Checkliste geboren, wie, wo, was fragen. Ne? So, wie alt bist du, hatten wir. Du bist Leverkusen, hatten wir auch. Womit du dein Geld verdienst, haben wir auch geklärt. Wo deine Liebe und deine Seele drinsteckt, wissen wir auch. Dass du in Köln wohnst, ist kein Geheimnis mehr. Deine Bilder haben wir auch erwähnt, 10.000 Mal. Tumblr, nitschki.tumblr.com oder kachelmannwetter.com. Und Instagram gibt es auch. Eine Website hat der leider einen ersten Mal. Nee, ist eine Arbeit. Wobei ich da heute drauf war. Die ist aber. Warst du drauf? Ja, die gibt es noch. Da sliden so komische Sachen durch die. Ja. Auch schöne Fotos, aber scheiß Website. Okay. Da solltest du was Neues machen. Also aber dann haben wir eigentlich alles Wichtige. Scheiß Website, da müssen wir nochmal eine Hose drüber. Keine Ahnung. Genau. Ich auch nicht, aber unterhalten können wir uns trotzdem. Möchtest du noch was loswerden? In die Weiten des YouTube 400 Leute gucken sich das an. Nee, ich will einen Tee. Ich hab Durst. Spannend. Gut, dann danken wir euch fürs Zuschauen. Markus, für deine Zeit, für die Einblicke ins Leben eines Kameramanns und Fotografen. Ja, danke, dass du da warst. Ja, sehr gerne. Es war sehr, sehr nett mit dir. Und dann war's das. Ich danke dir, ich gehe jetzt strudeln auf deinen Klo. Ah, schön. Ich trinke noch einen Orangensaft. Mit Wodka? Oder der Wodka ist leer. Der Aftershow-Wodka.